Ja, hallo wieder einmal, meine kleinen Ork-Krieger und Kriegerinnen da draußen. Ja, so, wir wollen heute mal wieder fleißig weitermachen mit dem Schiffchen. Schiffchen, ja, noch ist es ein Schiffchen. Das passt ja noch nicht so ganz. Deshalb, da muss noch so ein bisschen was getan werden. So, gucken wir doch mal. Das Ganze muss auf jeden Fall funktionieren. Ding, 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 ding. Ich will was essen hier. Ja, Halbzeit des Tages, das ist okay, aber noch ein bisschen Zeit, was zu machen. So, wie machen wir das denn jetzt? Weil ich habe jetzt überlegt, ob ich den Boden eins weiter runtersetze und das schon als Teil der Reling mitnehme. Das wäre eine Möglichkeit. Andererseits, wäre es das auch nicht. Ja. Ich weiß auch nicht, ob Mikroblocks gewertet werden und die mitfliegen. Das sollten wir vielleicht mal kurz ausprobieren, indem wir ein kleines Krüppelschiff basteln. Komm, wir basteln mal kurz ein Krüppelschiff hier. So, so sich. Also so ein kleines, mieses, fieses Ding. Also ich hier, so. So. Und dann, was weiß ich? Mach mal so. Ich setze das mal kurz so hin, einfach, ich hoffe, das passt. Ja. Weil ich weiß nicht, ob das gewertet wird. Das muss ich ganz ehrlich sein. Weil Mikroblocks sollte er eigentlich nicht kennen. Ich habe jetzt nicht nachgelesen, hätte ich vielleicht machen sollen, ob das auch wirklich unterstützt wird von dieser Mod. Deshalb probieren wir das gleich mal aus. So, dann die Floater noch dran. Das ist wichtig. Ja, die brauchen wir. Also eigentlich, ja doch, wir brauchen sie schon. Wir brauchen sie auf jeden Fall. So, das ist okay. Das heißt, du kommst erstmal ab. So, dann habe ich hier mein Schiffchen. Und hoffe, dass das dann gleich funktionieren wird. Hier haben wir den Schiffshelm. Ja. So, das Ganze nenne ich Schrotti. So, genau. Dann Renaming und dann Assemble Ship. So, okay, das habe ich nämlich letztes Mal vergessen, irgendwie so ein bisschen, oder ich glaube, nee, habe ich nicht vergessen, aber jetzt nicht erkannt. Wahrscheinlich, weil ja nicht genug Ballons da waren, weil 50% sind jetzt Ballons. Das ist wichtig, man muss eine bestimmte Anzahl und wir mounten das mal. So, und jetzt gucke ich mal. So, wir können auf jeden Fall, ja, wie geil, also wir können Mikroblocks nutzen, ist das geil. Das macht es natürlich wesentlich einfacher. Wir sehen, das Ganze ist jetzt natürlich mega ultra krüppelig. Ich muss mal nach unten. War C? C war, glaube ich. Oder war V nach unten? Nee, Z, ne? Ja, Z, genau. Eigentlich ist es ist das amerikanische Tastaturlayout. Und Z ist ja eigentlich unten neben X. Auf der amerikanischen Tastatur, aber bei uns nicht. Sollen wir kurz die GUI aufmachen? Align und Disable. Ah, das geht. Ah! Das kann ich also nicht hier disablen. Okay, und warum? Das würde mich mal interessieren. Ah, okay, es muss also schweben. Das ist gut zu wissen. Denn dann kann ich es nämlich, jetzt kann ich es, das ist natürlich jetzt Mist. Warte mal. Undo, Assemble Ship, Schrotti. Nee, ich möchte es ja nicht assemblen. Ich möchte das eigentlich. Ach, okay, jetzt muss ich das erst weghauen. Und dann, okay, so langsam verstehe ich es, wie es funktioniert. Ja, aber wir haben gesehen, es funktioniert. Wir können mit diesem kleinen Mini-Schrott-Ding können wir durch die Gegend fetzen. Natürlich wollen wir das nicht. Wir wollen ein vernünftiges, episches Schiff. Immerhin soll dieses Schiff auch ganz besondere Sachen machen können. Und dafür muss das schon ordentlich funktionieren. Also da kann ich ja nichts gebrauchen, was dann irgendwie da hängt. Und so, hier mal ein bisschen funktioniert. Und da mal ein bisschen funktioniert. Das geht nicht. Das muss schon reibungslos komplett hundertprozentig zuverlässig sein. Denn ansonsten bringt mir das gar nichts. So, schnell das mitnehmen. Ja, schön. Und habe ich alles? Ja, wunderbärchenhaft, ja. Das Wunderbärchen ist übrigens eine mythische Sagengestalt, ne? Die kommt nicht überall vor. Und ist nicht irgendwie mit einem Bärchen von irgendeiner
Papiersorte oder irgendeiner Milchsorte verwandt. Ja, das ist Einzelgänger, das hat keine Verwandten. Das Wunderbärchen ist nämlich ganz fieslich, hat riesige Klauen und ja, jagt andere Bären, genau. Vor allem die, die versuchen niedlich zu sein. Wobei es selber eigentlich ganz knuffig ist, aber das täuscht. Ja, das ist wie bei den Critters. Mega niedliche aussehende kleine Monster. So, ich hoffe eigentlich, dass wir jetzt gleich Heuer machen können. Hallo, bitte, also, ah, endlich. So, genau. Dann habe ich zumindest das probiert. Und das heißt, dann kann ich weiter basteln an dem Schiffchen. Sehr schön. Und das heißt auch für mich jetzt, kurz gucken, ja, da sind sie, oh, ich dachte schon, ich habe nichts mehr. Das heißt für mich jetzt einfach, wir werden das hier als die Ebene nehmen, wo halt auch die, ja, nee, eigentlich müsste das jetzt schon das sein, wo nicht der Boden, das heißt, der Boden müsste eins tiefer sein. Okay, gut, gut, gut. Ich weiß gar nicht, ob Erde mitgewertet wird, muss ich sagen. Bin ich jetzt überfragt? Und hier muss man dann irgendwie die Verbindung herstellen, was weiß ich, so. Einfach nur, dass es halt einmal verbunden ist. Denn wir wissen, ansonsten wertet er das Ganze ja nicht, ne? Und will das dann nicht mitnehmen. Und das wäre kacke. So, wir nehmen natürlich die gelben Blümchen mit, ist klar. Können nur von Vorteil sein. So. Gucken. Typ, typ, typ. Es wird definitiv nicht reichen. Nie im Leben wird das reichen. Wer sich jetzt wundert, warum ich eigentlich so baue, weil das ja eigentlich ein Block Verschwendung wäre, muss ich, weil sonst hängt das Ganze ja nicht zusammen. Und dann ist dieses Problem, dass es halt nicht mitgenommen wird. Und wenn ein Block nicht mitgenommen wird, haben wir da eine Lücke. Und das sieht äußerst panne aus. Und das wollen wir natürlich nicht. Nein, nein, das soll hier vernünftig aussehen. Genau. So. Dieses Gras die ganze Zeit. Nervig, ey. Jetzt ist schon wieder alle eine tolle Wurst. Wo kriege ich denn jetzt Tropenholz her? Jetzt müsste ich eigentlich einen Dschungel suchen. Ich habe jetzt keinen Dschungel in der Nähe. Ich bin fast der felsenfesten Überzeugung, dass wir... Haben wir noch Tropenholz in unserem Haus? Ich würde fast sagen, ja. Dementsprechend werden wir das natürlich gleich mal ausprobieren. Wenn ich da so felsenfest der Meinung bin, muss das einfach ausprobiert werden. Ja. Ja, schrecklich, ey. Ja, und dann, wenn wir das gleich ausprobiert haben, dann werden wir mal gucken. Ja. Genau, was wollte ich da eigentlich gucken? Verdammt. Was wollte ich jetzt eigentlich ausprobieren? Hark! Jetzt hätte ich es gerade vergessen. Denk, Grübel, los. Los, denk nach, Zocker. Was wolltest du jetzt eigentlich machen? Ich wollte jetzt, was wollte ich jetzt eigentlich holen? Tropenholz, genau, Tropenholz. Ja, genau, und wenn ich das habe und das ausprobiere, ja, genau, dann kann ich ja weiter wissen. Ja, sehr schön. Ich muss ja noch, ich weiß übrigens, dass ich noch diesen Shop fertig machen muss. Das ist klar. Zieht sich jetzt bloß ein bisschen hin, weil ich halt erst dieses Luftschiff haben möchte. Denn das ist ja auch wichtig, dass man mal auf Expedition gehen können und so ein Gedöns. Ne? Ja, deshalb. Das wird, ich versuche es zumindest so weit zu machen, dass es nicht zu schnell wird. Denn ich habe nochmal nachgelesen und es gibt wohl ein paar Bugs bis hin zum Systemabsturz, wenn man die Schiffe zu schnell macht. Gerade wenn man noch Passagiere mitnehmen will, dann kann es zum Beispiel auch sein, dass nicht nur das Spiel dann crasht, nein, sondern dass auch die Passagiere dann einfach mal wild verteilt werden und durch die Gegend katapultiert werden. Und da wir das ja eigentlich nicht möchten, genau, ich dachte schon gerade, was kommt da jetzt auf mich zugerannt, jetzt muss ich gleich verteidigen und laut schreien, aber es war dann Gott sei Dank nur unser Wächter. Okay, ist clear, sehr schön. Gut, jetzt bin ich schon wieder mal überlegen, was ich holen wollte. Boah, Tropenholz, genau, Tropenholz. Ich bin so vergesslich aktuell, also das ist echt schlimm, weiß auch nicht. Also irgendwie bin ich auch mega fertig. So. Hm.
Ja, das kann ich auch gebrauchen. Sehr schön. Nee, Schwarzeiche nicht, aber Fichte geht noch. So, genau, das passt soweit alles. Buche. Nee, eigentlich nicht. Wir wandeln das mal kurz um, habe ich ein bisschen was dabei. Für den Fall der Fälle. Ich muss immer noch mal mehr Glowstone besorgen, damit wir das fertig bauen können und also oder fertig bauen lassen können, den Tunnel. Ja, damit er dann wirklich vollständig ist und wir den auch entsprechend nutzen können, ne? Ah, schön, 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 schön. Ich hab schon los. Lauf. Geschwind, geschwind. Wie es hier aussieht. Eigentlich wollte ich immer noch mal so einen Weg anlegen, aber na gut, wir haben jetzt ja fast einen Weg dahin, muss man ja sagen. Aber gut, wir haben jetzt die Bahnverbindung, also von daher brauchen wir. Ich mag das Hüpfen. Im Moment habe ich voll Jump'n'Run-mäßig Laune. Also auf alles, was irgendwie Hüpf- und Springmäßig ist. Weiß auch nicht. Da hinten, ja, ich werde nichts zu sagen. Ich habe nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache ganz viel TNT. Da hätte ich auch Lust zu. Oder aber, ja, ich werde die wichtigen Sachen, die wichtigen Ressourcen werde ich abbauen. Weil ich werde es nicht stehen lassen. Das ist mir einfach zu nah an der Stadt dran. Das stört mich das ein bisschen vom Gesamtbild. Vor allem, wenn ich hier vor der Stadt vielleicht noch irgendwas machen möchte, dann passt das wirklich nicht her. Vielleicht lasse ich ein, zwei Sachen davon stehen, aber Großteil kommt weg. Und wie gesagt, entweder mache ich das dann just for fun, dass wir unseren eigenen Server kurz griefen, mehr oder weniger teilweise, dass wir das dann wegsprengen, was wir nicht brauchen, oder dass wir es dann halt, wenn es wichtige Ressourcen sind, dann wirklich abbauen. Da könnt ihr auch gerne was zu schreiben, was euch lieber ist. Lieber wegsprengen oder halt abbauen. Das ja, richte ich mich nach euch. Ich sag mal, sowas wie Quarz oder sowas werden wir natürlich abbauen oder wolle. Einfach weil die dann zu wertvoll sind, die Sachen. So, hier ein bisschen was machen. Genau, sehr schön. So, und dann soll es schnell weitergehen. Ich werde hier, glaube ich, übrigens ein bisschen mit Treppen arbeiten. Ja. Achso, falls jetzt einer der Meinung ist, hier was da los, erzähl mal, was da dazu ist. Nein, werde ich nicht. Das ist damit dann auch in dem Fall abgegolten, das Thema. Da wird dann auch nichts weiter zu kommen. Ja, das ist einfach so. Ja. Gut. Was soll das denn jetzt hier? Ach. So. Ja, das sieht ganz gut aus. Okay. Dü, lü, so. Ja, ist ja irgendwie das krass, ne? Dieses Destiny. Jeder ist da irgendwie mega von begeistert. Ich fand es bei der Beta schon kacke. Was heißt kacke? Es ist übertrieben. Es tut mir leid, wenn ich das so sage, aber halt nicht für mich passig. Es war irgendwie. Ich hatte mich drauf gefreut. Ich war gespannt. Zumal ich ja dieses Warframe total liebe. Es macht echt mega mäßig Laune und Destiny mutete an, so ähnlich zu werden. Ja, aber man muss wirklich sagen, es mutete so an, so ähnlich zu werden. Es ist es nicht geworden. Es gibt massenhaft schlechte Bewertungen mittlerweile. Nicht nur durch die Presse, sondern auch viel durch Käufer, die echt enttäuscht sind aufgrund des Contents und des Umfangs des Spiels und halt generell der Aufmachung des Spiels, also was zum Beispiel die Quests und sowas angeht. Echt schade. Ich weiß nicht, was man da irgendwie falsch gemacht hat. Ich muss spontan so ein bisschen an Sega denken, die Gearbox vertraut haben und von Gearbox voll geleimt wurden. Die so richtig verarscht haben, richtig Geld eingestrichen haben, alles Mögliche und dann so ein Gammelspiel abgeliefert haben. So ähnlich. Na gut, Bungie hat jetzt das Problem, dass aufgrund der schlechten Bewertung denen ein Bonus in Höhe von 2,5 Millionen Dollar flöten gehen wird. Denn die Bewertungen sind zu durchschnittlich und irgendwie war wohl an die Bewertung, die man bekommt für ein Spiel, auch ein Bonus gekoppelt seitens Activision für Bungie. Finde ich eigentlich ganz cool, weil das ja natürlich dementsprechend die Abgabe von Qualitätsarbeit sichern soll. Und warum auch nicht? Also gerade heutzutage ist es noch wichtiger, dass man mehr auf Qualität achtet. Also dass man vernünftige Qualität zumindest abliefert. Das wollte ich eigentlich sagen.
Denn, naja, wir haben Zeiten, da ist nicht mehr viel mit Fachpersonal. Und dementsprechend muss man dann gucken, dass man wenigstens garantiert bekommt, dass alles in Ordnung ist. So. Ah ja, wegmachen hier. Ist ja schrecklich. Ups, schon wieder alle. Ja, uiuiui. Ich wollte eigentlich noch nach einem Tropenbaum gucken, vorsichtshalber, aber das brauche ich dann wohl nicht tun, wenn ich das jetzt hier so sehe. Ah, genau. Ja, sehr schön. Ja. Und dann, achso, hier vorne auch noch. Genau, so, sieht doch ganz gut aus. So, es wird wieder Schlafenszeit, so wie es aussieht. Mal wieder, ja, schon ganz okay, also ich sag mal, es ist immer noch zu groß. Das, was ich ursprünglich gebaut hatte, was ihr da in dem Video gesehen habt, das war ja so ein Fitzelchen kleiner gewesen, ne? Ja, aber auch noch nicht so wirklich die Größe, die mir vorschwebte. Das hier ist dann doch eher so was, wo ich sage, ja, das könnte passen. Nun gut. So, das heißt, hier wird mehr oder weniger dann sein. Jetzt muss ich kurz gucken, das ist Truppen. Ach, das ist auch noch Truppenholz. Ach, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, vorne ist soweit alles dicht. Das ist auch in Ordnung. Muss ich nur gucken. Ja, dann können wir eigentlich hier erstmal alles zumachen soweit. Ah, cool. Ah, obwohl einiges verbraucht jetzt, ne? Ein Holz. Hier noch nicht, da muss irgendwas Schreckliches sein. Ja, genau, Blumen. Blumen sind auch schrecklich. So, 10 Stück. Ja. Oh, 2 haben wir noch. Was machen wir mit denen? Schwierig. Ach, machen die vorne rein, würde ich sagen. Komm. Und dahin. Jo, sieht doch jetzt schon mal ganz vernünftig aus nach Schiffen. Wenn wir uns überlegen, hier oben drüber wird dann der, oder dieser Ballonkörper, der so ein bisschen Zeppelin-ähnlich anmuten wird, wird dann hier drüber thronen. Ja, jetzt muss ich mir allerdings überlegen, wie ich das mache mit dem Tropenholzmangel. Wir können gucken, dass wir wieder zurückreisen. Ja, dann müssen wir das abliefern. Und versuchen dann halt, diese Setzlinge mitzunehmen, wenn ich denn welche habe. Ich bin mir da gar nicht so sicher aktuell. Ansonsten weiß ich, wo ich welche herkriege. ja, müssen wir mal gucken. Ich weiß es noch nicht wirklich genau, wie wir das machen. Nun gut, ich verabschiede mich. Wir sehen uns ja beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.